Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu The Forest. Mit mir dabei ist der liebe Let's Play mit Mr. J. Hallo. Ja, und dann würde ich sagen, spielen wir einfach. Du weißt überhaupt nichts über dieses Spiel, oder? Nee, eigentlich nicht wirklich. Okay, erste Regel, alles, was du findest, einsammeln. Essen, Getränkedosen, alles mitnehmen. Okay, alles klar. Medikamente, alles, was hier im Flugzeug rumliegt, erstmal einkassieren. Wäre auch cool, wenn man ein Tablett mitnimmt. Also ich habe jetzt gerade eins gefunden. Genau, weil wenn wir das im Inventar haben, dann können wir uns untereinander Sachen reichen. Ah, das ist eine coole Sache. Ansonsten geht das nämlich nicht. Wie sehe ich eigentlich aus jetzt? Du siehst aus wie so ein Mann Mitte 40, Brille. Als wenn du gerade auf Wanderschaft wärst. Okay, also Brille passt eigentlich. Also ich glaube, du bist jetzt der ich zuerst war. Okay, gut. ich habe auch gerade gesehen, ich hatte gar keinen Sohn, sondern nur du. Also ich finde das... Kann man die eigentlich auch schon zerlegen? Das tust du nicht wirklich, oder? Oh, ich guck mal. Oh, nee. Du. Jetzt sehen wir aus wie früher dessen. Du aber auch. Oh, scheiße. Ehrlich? Nein. Ja. Oh mein Gott, was hast du mir angetan? Das ist der letzte Schrei. So geht man heutzutage in den Wald. Oh Gott. Ich muss echt sagen, Röcke stehen dir wirklich, also... Danke, sehr nett. Oh je. Koffer. Koffer können wir auch aufmachen, das hast du ja schon gerade gesehen, genau. Ja, gerade eben entdeckt. Musst du auch erstmal gucken, wie das alles noch funktioniert. Ist schon etwas länger her. Kann ich eigentlich aus dem Bach auch direkt Wasser trinken oder geht das nicht? Ich glaube, das geht nicht, weil du musst auch Regenwasser und sowas alles sammeln. Ich sehe gerade, Stöckchen kann man auch sammeln. Ja, ganz wichtig. Steine, Stöcke, alles wichtig. Was habe ich noch? Ich bin dafür, also ich habe das mit meinem letzten Partner auch gemacht, aber... jetzt nicht, weil ich das wiederholen möchte, sondern ich finde es sinnig, dass wir unsere Hütte am Meer bauen. Ja, also ich denke jetzt mal so vom Überleben her wäre das sicher logisch, weil Meer gibt es wahrscheinlich Fische und sowas, oder? Ja, und wir sind natürlich dann auch nur von einer Seite aus angreifbar, ne? Also das macht alles Sinn. Oh, da war schon ein Reh. Oh. Warte mal, wir sollten vielleicht auch nicht so weit voneinander entfernt immer rumlaufen. Ich suche gerade die ganzen Koffer. Da ist auch noch einer. Du hörst mich perfekt, ne? Ja. Gut. Also ich hoffe... Oh, jetzt habe ich ein Hemd an. Ich hoffe. Ja, es kamen einige Änderungen dazu. Also viel Dekoration, viel Gameplay und alles. Und deswegen wollte ich das ja unbedingt weiterspielen. Weil das mit dem Umziehen, das gab es so vorher, glaube ich, nämlich nicht. Wo bist du jetzt gerade? Ich habe gerade meine... Ach, Mist. Also bist du noch in der Nähe vom Flugzeug? Ja, ach, ich habe gerade was verloren. Du hast, glaube ich, immer noch das Dua dessen Dingens an. Was habe ich jetzt an? So ein Holzfäller. Wo bist du denn? Huch. Hinter dir. Oh, jo, schick. Ja, das gab's vorher nicht. Also da konnte man sich wirklich nur so eine Rüstung aus Knochen oder aus Leder anfertigen und das war's. Okay, wo bist du? Na. Da ist noch ein Koffer und ein Reh. So. Ich glaube, da vorne ist schon so ein... Sind das Totenköpfe? Ja. Oder? Ja, also es sind Köpfe halt, ne? Kann ich das Reh jetzt schon jagen? Oh ja, kann ich.
So, ich habe gerade direkt mal ein paar Köpfe eingesammelt. Hast du gerade das Reh getötet? Ja, ich sorge halt gleich schon für Nahrung. Oh, wie geil. Ja, wir sind hier direkt in deren Territorium. Jetzt hatte ich gerade ein Problem, das Wort auszusprechen. Was kann ich eigentlich mit dem Kopf hier machen? Oh Gott, oh mein Gott. Den kannst du als Deko verwenden, so wie diese. Darf ich den behalten? Oh bitte, Gott. Bitte, bitte. Das sieht gerade so dermaßen abartig aus, ne? Das ist am besten falsch hier. Da kommt dann vom Kamin. Oh, was war das denn? Ja, sollen wir uns schon mal auf den Weg zum Meer machen? Würde ich sagen. Und was ich auch noch nicht ganz überrissen habe, weißt du, wie das in dem Game mit dem Speichern oder so funktioniert? Ja, wir können, ich glaube, an einem Lagerfeuer speichern, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß gar nicht, wie man das Inventar nochmal... Ah, so. Alles klar. Okay, gut. Also, okay, alles klar. B, oder? Ja. Ja, ich spiele mit Dingens, mit Controller. Ein Jagdunterstand? Mhm. Einfaches Feuer. Ja, ich halte mich am Anfang jetzt als erstes mal an dich. Ich mache gern den Fremdenführer. Das Köpfchen lass mir mal liegen hier vom Reh. Ich bitte drum. Oh mein Gott, vielleicht war das Bambi. Oh, oh Gott. Lass mal kurz gucken, ein bisschen orientieren, wo das war. Oh, da ist ein Lurch. Oh doch, man kann auch hier schon Wasser trinken. Kannst du das trinken, ehrlich? Ja, da kommt dann so ein Lippensymbol, wenn man am Rand steht. Aber oh, die Frage ist halt natürlich immer, ach komm, ob das Wasser dann auch sauber ist. Also ich habe schon getrunken. Scheiße. Wir haben ein Problem. Wieso? Wenn du auf meine Seite kommst, wirst du das sehen. Ah, okay, ja. Ich sehe es. Zwei Stück. Und wir haben jetzt momentan noch nicht wirklich Waffen. Ja, nur die Axt, ne? Wo bist du? Ich bin hinter dir, genau. Ach so, gut. Ich würde sagen... Können die eigentlich auch schwimmen? Ja, schwimmen können die. Bin gerade ein bisschen abgelenkt. Aber sie gehen halt nicht freiwillig ins Wasser. Also, wenn du dich jetzt zum Beispiel im Wasser versteckst oder sowas, oder du bist halt mitten im Wasser, dann würden die da jetzt nicht reingehen, um dich zu holen. Alles klar, und wie stark sind die? Das ist unterschiedlich. Es kommt drauf an, wie die, also die sehen unterschiedlich aus. Es gibt einmal die, die wir jetzt gerade gesehen haben, die sind so bräunlich. Die sind ganz normal, ich würde jetzt sagen harmlos. Dann gibt es die blauen, die sind etwas stärker und schneller. Und dann gibt es noch richtige Mutanten. So. Alles klar. Mit zig Armen und alles drum und dran. Also von denen solltest du dich definitiv fernhalten. Ich soll gerade gucken, wo das Meer ist. Das ist nochmal ein Reh, aber das lassen wir jetzt in Ruhe. Oh. Ich weiß auch noch, ich weiß es eigentlich gar nicht, ich muss da echt nochmal gucken, aber es gibt auch so eine Höhle hier, also es gibt zigtausende von Höhlen, aber die sind natürlich alle voll von diesen Teilen, von diesen Mutanten. Das war ein Schmugglerversteck und da befindet sich die Katana. Ah, alles klar. Und gibt es eigentlich, gibt es von diesem Game auch eine Karte, die man finden kann, also... Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst dir selber später eine anfertigen. Aber da, so weit war ich noch gar nicht. Also bin ich nicht, weil ich bin auch eigentlich totaler Neuling. Ich weiß auch nur das, was man mir gesagt hat. Upsala. Oh je. Kommen da noch mehr Leute? Nee, bin hier gerade auf so einem Zeltplatz. Du bist immer noch hinter mir, ne? Ja, gut. Ja. Das ist super. Ich habe gerade einen Topf gefunden. Okay, man kann da nicht reinkriechen. Nein, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel auch speichern. Also entweder, ich glaube, an einem Lagerfeuer oder an so einem Schlafplatz kann man speichern. Sollen wir schon mal speichern, oder?
Dann, das kann man, glaube ich, nur nachts, oder? Ich weiß gar nicht. Ich guck mal eben einmal. Oder muss man Feuer machen, um zu speichern? Wahrscheinlich dann, oder? Ich guck mal eben. Nee, man kann speichern. Ich speichere mal. So, ich habe gespeichert. Was musst du da machen oder wie, einfach, was musst du da drücken? Einfach hier zu dem Zelt gehen und dann siehst du da diese Disk und da kannst du dann A drücken. Warte, ich probiere mal die hier. Weil da kommt bei mir nichts. Kommt denn hier was bei dir, wenn du hier stehst? Wo sollte die Disk kommen? Nee. Die müsste jetzt hier so, über dem Zelt, müsste die aufleuchten. Ah, jetzt, okay, ja, sehe ich. Warte. Oh Gott. Speichern. Ich sag mal, sicher ist sicher. Ja. Fertig? Mhm. Gut, dann lass uns lieber ganz schnell weitergehen, weil wir werden verfolgt. Ich bin bereit. Ich glaube, ich laufe ganz falsch. Oh je. Also ganz egal, was du tust, ich laufe dir einfach mal hinterher. Ja. Ich bin nur irgendwie von dem Stewardess-Anzug noch ein bisschen irritiert. Oh Gott, das muss ja göttlich aussehen. Wieso ist hier so ein Berg? Das ist komisch. Kann es sein, dass ich auch die Map oder Karte auch so verändern kann? Also, dass sie nicht immer gleich ist? Ich hoffe, dass sie das nicht tut, weil dann haben wir nämlich ein Problem. Ah, da ist, guck mal, da ist schon mal was. Ich renne mal eben. Ich sehe einen Horizont. Weil ich möchte als allererstes erstmal ganz schnell so einen Schlafplatz halt aufbauen. Da ist es auch, Gott sei Dank, hier. Damit wir nämlich immer speichern können. Hier wäre eigentlich so der perfekte Platz, finde ich. Ja, finde ich auch. Weil, also sieht mal übersichtlich aus, man hat Platz. Ja, man könnte hier jetzt was zubauen mit Fallen, man könnte da hinten was zubauen mit Fallen und dann hätte man wirklich nur so zwei Seiten, die man schützen muss. Und du hast natürlich hier Wasser, ne? Du, wenn du da hinten auf das Boot kannst du schwimmen, da kannst du auch speichern. Oh, warte, jetzt habe ich irgendein Foto entdeckt. Also die Fotos kann man anschauen. Mhm. Also. Das ist von denen, die schon vorher da gelandet sind. Ich höre was. Ja, da ist auch einer. Sollen wir ins Wasser gehen? Oder wie kann man die abschütteln? Ich würde sagen, wir schwimmen mal auf das Boot und speichern da erstmal. Dann sind wir auf jeden Fall, wenn wir sterben, oh Gott. Scheiße. Siehst du, er kommt uns nicht hinterher. Nee, okay, alles klar. Warte mal, da wäre sogar schon eine Schildkröte. Ja, die kannst du aber auch töten. Und aber dann, unter Wasser kann man die, glaube ich, nicht töten, oder? Ich glaube, dann kannst du deine Waffe nicht ziehen. Ja, stimmt. Um den Panzer, den kannst du dann behalten. Den kann man dann dafür benutzen, um Regenwasser aufzufangen oder sowas. Alles klar. Hoppala. Bist du schon oben? Ja, ich habe. Oh, jetzt habe ich gerade irgendwas angeklickt. Ja, und das Heft, das hat es bei mir jetzt irgendwie auch automatisch genommen. Ich komme gar nicht hoch. Ups. Okay, da ist irgendwas zu. Ach so, so springt man, okay. Weil jetzt fängt nämlich auch die erste Nacht an und dann ist es schon praktisch, wenn wir jetzt hier in Sicherheit sind. Hier bei dem Teddy zum Beispiel siehst du das Bild von so einem Mutanten. Ach ja, genau, so ein Spinnentier. Ah, genau, da kann man speichern. Oh, das ist neu. Die Tür war hier vorher nicht und dieses Schloss auch nicht. Das ist echt neu. Die Frage ist... Oh, da liegt ein Kopf.
Die Frage ist, also das Fleisch, was ich jetzt gerade genommen habe, kann man das auch irgendwie konservieren? Ja, du kannst dir später solche mit Stöcken, kannst du dir so eine Halterung bauen und da kannst du das Fleisch halt zum Trocknen aufhängen. Oder halt direkt braten, ne? So, jetzt muss ich mal in mein Inventar, weil ich muss jetzt auch unbedingt mal was essen. Ich nehme mal so einen Müsli-Riegel. Ich glaube, rohes Fleisch essen wird wahrscheinlich jetzt nicht so optimal sein, oder? Ich würde es definitiv nicht tun, weil du kannst wirklich viel, alles kriegen. Du kannst an Infektionen sterben, an eine Lebensmittelvergiftung. Also, es müssen nicht unbedingt hier diese Viecher dafür verantwortlich sein. So, wenn hier jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt hier am Bett stehst, dann müsstest du neben dem Speichersymbol auch so einen Mond sehen. Und wenn der Mond komplett voll ist, dann können wir schlafen gehen. Und ich würde zum Beispiel vorschlagen, am Anfang, bis wir alles aufgebaut haben, immer nachts schlafen zu gehen, weil nachts ist es natürlich gefährlicher als tagsüber. Ja, das macht Sinn. Mal eben ein Schlückchen trinken. Gott. Also trinken sieht noch ganz gut aus. Nee, ich habe jetzt in echt getrunken. Ach so. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also kann man machen, muss man aber nicht. Ach ja. Warte mal. Also nee, da kann man nichts kaputt machen. Ach, ich weiß gar nicht. Ach so, öffnet man das Buch. Das ist ja interessant. Brombeeren, Dingens. Was man alles bauen kann. Ein Floß, da sind die Fallen. Fortgeschrittene Fallen. Also, die haben das alles richtig schön, schöner gemacht. Das war früher gar nicht so, dass man da so durchblicken konnte und alles. Ja, ich sehe auch gerade, also da gibt es extrem viel, wo man so machen kann. Wolltest du auch schon mal einen Kronleuchter aus Schädel haben? Ja, also kommt drauf an, welcher Schädel. Oh, hier gibt es eine Seilrutsche. Das ist ja geil. Ah. Baumhaus. Ein Felspfad. Klar, warum auch nicht? Das ist das allererste, was ich anfertigen würde. Ja, stimmt auf alle Fälle. Also als allererstes, was man vielleicht machen könnte, gleich wäre vielleicht drüben am Strand erstmal irgendwie so ein Lagerfeuer aufbauen. Dann vielleicht irgendwie etwas, wo man das Fleisch trocknen kann und vielleicht so eine Art, so erstmal so ein kleiner Unterstand, dass man auf jeden Fall da speichern kann, dass man nicht immer hier rüber rennen muss. Ja, das stimmt. Oh. Ich sehe jetzt gerade, der Mond wäre voll. Hast du auch schon gespeichert, auch schon? Nee, mache ich jetzt. Ich wollte jetzt eben noch einmal. So, ich schlafe jetzt erstmal und speichere dann. Oder ich speichere erst, genau. Ich speichere Ach erst so. und schlafe Also. jetzt. Gute Nacht. Ach so, also bei mir ist jetzt gerade da gestanden, du bist nass und dir ist kalt oder so irgendwie. Bei mir? Weil wir ja kein Lager. Nee, bei mir. Ach so. Ganz unten. Ja, du hast Durst für ein sauberes Wasser zum Trinken, du hast Hunger. Fern über die Grundlagen überleben. Dir ist kalt, du bist nass, bau ein So, ich Feuer. trinke Jo. mal was. So. Können wir ganz kurz eine Pause machen? Ja.